Hallo? Hallo? Bergmann? Oh, ist das kalt. Herr Bergmann, sind Sie das? Herr Verzögerung? Was machen Sie hier? Wo bin ich überhaupt? Herr Zone? Herr Bergmann? Na, sieh mal einer an. Verzögerung, ist das kalt, sag ich euch. Ja, ist mega kalt. Es ist total kalt. Es ist richtig, richtig kalt. Wo sind wir? Sind wir etwa in einer verwunschenen Weihnachtswelt? Das könnte passiert sein. Wenn ich mich mal ein bisschen umgucke, ja, schon ganz. Mit den Zuckerstangen. Aber Leute, die Atmosphäre, die Stimmung, erinnert euch das nicht an? Sprich es nicht aus! Was? Sprich es nicht aus! Oh Gott. Nein, die Stadt ist untergegangen. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ist hier etwa irgendwo der Weihnachtsmeister? Hier wohnt auf jeden Fall Gauk. Das freut uns aber. Wo ist jetzt der Bergmann schon wieder abgehauen? Sie drehen direkt wieder durch. Ich höre jemanden schreien. Sagt er. Ah ja, stimmt. Ich glaube, oh Gott, wer ist das? Wir sind Grundstücke für euch. Hallo? Angeblich. Ja, ich glaube, die Richtung ist schon ganz gut. Ich höre es nicht mehr. Ist das Ihr Magen? Herr Bergmann, kommen Sie mal her. Herr Bergmann, horchen Sie mal ab. Bücken Sie sich. Eine Sekunde. Ja. Ich hab's gehört. Untersuchen Sie ihn. Ja. Mal wieder. Ja. Und? Moment. Au! So, ich hab das Magengeschwür kurz rausgeboxt. Das war einfach nur, war noch vom... Das hab ich beim letzten Mal übersehen, bei der letzten Untersuchung. Ja, kann man sehen. Kein Geschwür mal zu übersehen. Herr Verzögerung, kennen Sie sich hier schon so ein bisschen aus? Tatsächlich habe ich hier gerade schon einen kleinen Blick mal auf dieses beschauliche Dorf geworfen. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Herr Bergmann, kommen Sie mit? Oder ich kann diese ganzen Zuckerstangen wirklich lecker. Die finde ich auch sehr schön. Also hier gibt es auch andere Leute tatsächlich. Da hinten ist zum Beispiel ein gewisser Herr Germi, wie es aussieht. Germi? Wollen wir den vielleicht mal kurz begrüßen? Oh, das wäre Germknödel, wäre toll. Hallo. Da ist er. Hallo? Er lächelt. Oh, hallo, Germi. Glaubt ihr? Meinst du, das ist ein bedrängt von uns, oder? Wird das ein Überfall? Okay, wir scheinen einen... Das ist ihr Weihnachtspulli, der wirkt ein bisschen zu bedrohlich. Den hätten sie nicht anziehen sollen. Es ist auch wirklich kalt. Ich steck ihm was. Ein Brot. Was habe ich gefunden? Ja! Es ist so typisch, Da rennt er, ihn. Können wir den verklagen, in der Zone, oder was? Sie sind doch auch Anwalt und Arzt. Ich bin und alles irgendwie. Ein Arzt, alles Weihnachtswichtel jetzt auch noch. Logischerweise. Leute, hat er das gegeben? Er füttert uns. Zone. Er füttert uns, vielleicht guck füttert mal, er mich auch. Weißt du, Herr Bergmann, Sie klauen direkt. Und er lebt den Geist der Weihnacht vor. Komm her, pass auf. Pass auf. Hier. Und ich hab keinen bekommen. Sekunde, jetzt haben wir einen. Okay. Hinter euch, los geht's. Der Arme. Irgendwie schießen Sie so ein bisschen in den Wind, Herr Bergmann. Nee, da oben ist noch jemand. Ach, da oben ist noch jemand. Ja, da ist der 59 Famo. Das ist aber ein interessanter Name. Wie ästhetisch er dort sitzt. Ist das sein Alter, meint ihr? Bestimmt ein Fußballclub. Das könnte auch sein, so ein italienischer Fußballclub. Ja. Sowas ist nicht nett. Sieht man aus. Ich kann nicht schreiben. Schreibt bitte für mich. Ich kann nicht schreiben. Sehen Verzeihung. Sie sich aus? Ich kann nicht schreiben. Werter Herr. Wenn man sagt, bitte? Bitte? Ja, das habe ich jetzt aber auch so interpretiert. Nein. Oh Gott, Leute, nicht, dass ich jetzt. Ey, das war hier. Bergmann, jetzt hör doch mal auf, hier so Stress zu machen. Ich bitte dich. Nein. Also das ist ja wirklich, also du machst dich echt unbeliebt. Wir sind hier frisch in der Stadt gelandet. Und ich als Ihr Anwalt, Herr Bergmann. Was soll das denn? Er ist richtig aggressiv. Guck mal, jetzt wehrt er sich hier. Ey. Bin ich jetzt auch ein bisschen frech. Leute, ich muss euch was sagen, aber trotzdem. Ja? Was ist denn los? Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ist der Weihnachtspulli vegan? Der Weihnachtspulli ist vegan, aus Hanf. Okay. Selber gestrickt. Schön. Ich habe einen Kontaktmann hier in dieser Stadt beauftragt, uns drei wunderschöne Grundstücke zu sichern. Ich weiß allerdings, ungelogen, nicht wo sie sind, aber wir könnten mal rumgehen. Ich habe zumindest, es müssten drei leere Grundstücke sein. Das ist ein Kampf! Das habe ich auch gehört. Oh shit. Oh Gott, ein Weihnachtszug. Sie lassen sich leicht ablenken. Ist so leid, ist so leid. Das ist wirklich, also, da sind sie noch mitten im Gespräch drin. Da kann ich auch direkt, sind Schneeflocken. Schneeflocken, überall sind Schneeflocken, Leute. Schneeflocken. Schau mal hier. Das ist doch richtig coole Sache, ne? Die Welt ist doch erst seit ungefähr 10 Tagen. Ja, gefühlt. Ja. Auch diese Dirt... Woher haben Sie diese Informationen, Herr Bergmann? Das stand vorne am Weihnachtsbaum am Eingang. Diese Stadt besteht seit 10 Tagen. Da war ein Schild. Wirklich? Nein. Nein. Schade, die Truhen sind gesichert. Klauen können wir schon mal nicht. Gut. Okay, ich finde, wir sollten die besagten Grundstücke aufsuchen, die Herr Bergmann uns hier versprochen hat. Und dann schauen wir uns versprochen, Herr Bergmann. Okay. Ist das Almanach? The one and only? Almanach, bist du es?
Kannst du nicht einfach ein Pferd klauen, Bergi? Nein. Bergmann, nicht schon wieder. Herr Bergmann, bringen Sie bitte das Pferd zurück. Mit mir ist gut Pferde stehen, Leute, aber ich komme hier nicht mehr raus. Herr Zone, ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin gefangen. Ja, gut, Herr Bergmann. Ja, schön, aber direkt den Bergmann im Käfig, das ist die neueste Attraktion dieses Dorfes. Leute, hier ist ein Schalter, soll ich den drücken? Gibt's? Das ist bestimmt die Schaf-Exekutionsmaschine. Ich drück den jetzt. Oh, und was passiert? Es ist nichts passiert. Aber es ist echt kein Tor. Da ist noch ein Schalter. Sekunde, ich versuch reinzukommen, Herr Bergmann. Ja. Kann man vielleicht irgendwie den Mieter mal hier ansprechen oder so? Achtung, Bergi, ja? Komm mal ins Fenster. Hallo. Hi. Sollen wir das nicht einfach, ich mach das kaputt. Nein, das kannst du nicht bringen, weil Scheiben gehen. Aber wenn ich hier so ein... Zone, haben Sie das gesehen? Gucken Sie mal die Hühner ja an. Das ist ja ekelhaft. Boah. Das ist ja... Moment, ich leg mal die Eier dahin wieder. Hin. Man soll ja nicht sagen, dass ich hier Eierdiebstahl begehe. So, Herr Bergmann, wir machen das jetzt also. Secret. Das Schaf guckt mich komisch an. Mach auf! Herr Bergmann? Das Schaf, es guckt mich komisch an! Du hast das Holz, bau hinter dir wieder zu, bitte. Okay. Sehr schön. Das war ja direkt eine spannende Weihnachtsmission, die wir hier hatten. Ja. Da ist mein Wichtel ganz schön spitz geworden und rot. Okay, ich glaube, ich gehe mal wieder raus, lieber. Leute, lasst uns zu den Grundstücken gehen. Okay. Raus. Ja, ich hier ist ein bisschen Gefahr jetzt raus. Das ist Skelett! Ein paar Tiere gespawnt, ja. Renn. Folgen Sie mal hier. Oh Gott. Ja. Festung vorbei. Okay. Ich bin direkt hinter Ihnen. Oh, Creeper. Herr Bergmann, Sie haben ja schon Pfeile in sich stecken. Der Creeper ist richtig horny. Guck mal, ich kann machen, was ich will. Der ist total auf Dario getrimmt. Richtig horny. Ich sag nicht mal warum, ne? Ich hab halt was. Warte, ich geh auch nochmal drauf hier. Oh! Oh! Herr Bergmann, das sind wieder Zombies. Ich weiß. Das erinnert mich an diese schreckliche Stunde. Oh Gott, meinen Sie das? Das kann doch nicht sein. Doch, es wiederholt sich alles. Das Rad der Geschichte dreht sich, Freunde. Ich muss einfach kurz aus meiner Rolle ausbrechen und sagen, dass es hier wunderschön ist. Ja, ich fühle mich auch so ein bisschen wie so einem. Auch deine Rolle kann wie in so einem Spin-off, wisst ihr? Wie in so einer Filler-Staffel, die so zwischengelegt wurde. So ein Christmas-Special. Ja. Sherlock wo alles keinen Sinn mehr ergibt. Und, Ist das ein Propeller da hinten? Das sieht ja richtig abgespaced aus, dieses Gebilde. Tatsächlich. Gebilde nennt man das. Das ist hier, nennt man das, wo die Kerzen angezündet werden und dann dreht sich dieser Propeller um. So was hatten wir auch, das fand ich immer super als Kind. Ja. Das fand ich immer total genial, weil mich das so fasziniert hat, wie das sich plötzlich angefangen hat zu drehen durch die Kerzen. Dann habe ich so ein bisschen Benzin draufgeschüttet und das angezündet. Und, ja, das war auch sehr faszinierend. War wirklich eine tolle Lokalstory. Leute, Abendessen. Nee. Bergsmann, Alter. Ich merke schon, was du für ein Typ bist hier wieder. Das gibt's noch nicht. Nein. Ja. Das gibt es noch nicht. Das sieht aber echt schön aus. Das will ich mir ein bisschen genauer angucken. Ach, auch mit den Flammen da. Ja, auch mit den Kerzen. Das ist gebaut. Im Bau. Cocky. Cocky 187. Australia. Cocky. Sieht schon voll gut aus. Kussi. TH. Tourist Histories. Ist die auch. Vorsicht! Delay, kommen Sie rein! Oh Gott, Alter. Kommen Sie rein. Lassen Sie ihn das austragen. Er muss seine eigene Erfahrung sammeln, ja? Das stimmt. Das ist hier, wenn er da irgendwie Stress mit dem Zombie hatte, dann muss er das schon. Das kriegt er hin. Das ist das Gesetz der Straße, Herr Bergmann. Da kommen aber immer mehr. Meinen Sie so Schocktherapie jetzt oder was? Ja, vielleicht schon. Könnt ihr mich vielleicht doch mal reinlassen? Ich fühle mich nicht mehr ganz so wohl. Die beiden geilen Pferde, und Bergmann und mir. Was habt ihr hier an euren Tieren? Ohne Spaß. Was wo sind die Zone? Ja, kein Problem. Ich bin am Ausweichen. Alles gut. Schaut mal hier. Das Baumhaus sieht auch mega cool aus. Echt richtig hübsch. Nur die ganzen Schneeeffekte, die können gar nicht richtig drauf schauen, ey. Hier, folgen Sie den Schneebällen. Ich sehe sie. Yeah. Was ist das denn hier? Ist das Wolkenspiele? Entschuldigung, ich bin ein wenig vom Wege abgekommen und ich musste hier kurz auch Ich hatte. Ich verzeih es in der Zone. Ich musste meinen Blick auf die Welt anpassen. Ja. Das ist schön. Ich habe ihn runter, Alter. Voll drauf, Leute! Mach mal ihn fertig! Wir sind die harte Gänger! Da hol die Baseballschläger raus, Bergmann! Komm! Aber schau mal, hier sind unsere Grundstücke. Hier ist reserviert für Kedos. Hier drin bin ich und rechts ist dann wahrscheinlich Bergi. Würde ich mal tippen, ne? In dem Baum hier drin. Nice. Dein Schild hab ich noch nicht gemacht. Sind wir alle nebeneinander? Mann des Berges, Haben wir alle nebeneinander? Das ist ja wunderschön. Ich klopp jetzt hier schon mal den ersten Baum um. Ich fang auch an mit meiner bloßen Faust. Ich baue natürlich wie immer in den Baum rein, denn ich bin ein Mann der Natur. Brauchst die Natur, ja klar. Selbstverständlich. Das ist schön. Brauchst du so ein Unge-Bauhaus-Denkmal, so ein bisschen? Weil du ja auch schon gesagt hast, dein Pulli schön vegan und alles. Ist das schon ein bisschen so? Willst du hier eine kleine Anekdote, ein kleines Zeichen setzen? Nein.
Das ist aber eine ganz neue Situation, dass wir hier mal gemeinsam in diesem Dorf starten, weil das hatten wir ja damals in der ominösen Stadt, in der wir all diese großen und kleinen Abenteuer erlebt haben. Da hatten wir das ja nicht. Nee, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll, so ein bisschen. Das überfordert mich gerade ein bisschen. Ich will, glaube ich, erstmal. Ich glaube, ich werde erstmal aus Schock eine Zeitung gründen jetzt. Wollen wir nicht vielleicht zu dritt irgendwie was hochziehen? So eine kleine Firma oder sowas hier, wie wir irgendwie so ein bisschen was zusammen aufbauen. So. Wie werden das Leute? Pass auf, kommt mal her. Lass mal kurz hier. Kommt mal kurz zu meinem Haus. Ich lade euch zu meinem Haus ein. Nachbarschaftsmeeting. Okay. Okay. Kommt hier rein. Hat hier. Klopf. Mensch. Kommt hier bitte kurz rein. Das ist dein Wohnzimmer? Ja, Moment, noch nicht reinspringen. Das ist das Bad, oder? Ja. Lass mich erstmal ein bisschen aufräumen. So, kommt mal hier, genau. Lass mich kurz ein bisschen durchwischen. Okay, hüpft mal rein. Okay. Wow. Hallo, Herr Beckmann. Das ist. Okay, pass auf. Ich habe auch einen Moment, ich hab ein Gastgeschenk mitgebracht. Mach die Tür zu. Jetzt sehe ich nichts. Ja. Psst, musst du sagen? Ist deine Wohnung, jemand? Psst. Folgenspieler ist da hinten. Aber er weiß nicht, dass wir hier sind. Los. Okay, pass auf. Ich muss noch ein bisschen heller machen. Okay, pass auf. Ich habe folgenden Plan, okay? Ja. Ihr wisst ja, Weihnachten ist ja unsere Jahreszeit. Wir alle lieben Weihnachten, ne? Aber es gibt eben auch Leute, die Weihnachten nicht so mögen. Und ich finde, da kommen wir ins Spiel. Wir suchen hier in dieser Stadt mit unserer Firma nach denjenigen, die Weihnachten mit Füßen treten und werden den Weihnachten aber so richtig einprügeln, Alter. Aber volle Kanne. Mit der Rute. Fällt mir. Du meinst, wir werden die Anti-Weihnachtsgang? Ja. Und dann gehen wir durch. Anti-Weihnachtsgang? Nee, ja, die Anti-Weihnachtsgang. Anti-Weihnachts- ja, das ist ein bisschen zu hoch für mein Gehirn, aber ja, macht Sinn. Und dann gehen wir durch die Stadt und gucken, welche Häuser sind nicht wirklich weihnachtlich. Und dann schlagen wir denen so richtig weihnachtlich die Fresse. Genau. Das ist so richtig Blut, weißt du, die schöne weihnachtliche rote Geist Farbe. Der Weihnacht oder stirb. Ja. Genau. Und wir machen das auch nicht so. Wir hängen keinen Mistelzweig in der Stadt auf, sondern so Baseballschläger. Wenn man da drunter steht, kriegt man richtig schön volles Pfund aufs Maul. Genau. Ja. Wollen wir das machen? Das finde ich schön. Das finde ich super. Das gefällt mir echt gut. Dann lass uns das tun. Schöne Idee. Lass uns das tun. Alles klar, wir kommen wieder raus. Das ist dabei. Lustig. Ich mache hier einen Räuberleiter, warte. Gehen Sie ein bisschen zurück. Mach die Tür mal auf. Oh, hast du mich gerade geschlagen? Nein. Was war das hier? Boost dich hoch, Felix. Boost dich! Das hat leider nicht so gut funktioniert. So, ich lasse das Büro mal da. Ja, dann müssen wir natürlich als erstes erstmal. Oh, Moment mal, was sehe ich denn hier? Hier hochziehen, ne? Ist hier etwa ein X am Heimgrundstück? Das ist ein X. Eine Sekunde. Leute. Ja, Leute. Hier ist eine geheime Höhle. Ist eine geheime Höhle. Höhle gefunden. Geh mal rein, guck dich das mal an. Zieh mal meine Sieht aus wie so ein geheimer. Da ist auch ein Holzblock. Das heißt, hier muss jemand gewesen sein. Wäre es nicht lustig, wenn es eigentlich lustig, wenn es so Let's Player geben würde, die einfach so kein Kurzzeitgedächtnis haben. Mit dem so, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was ist das Let's denn? Let's Play Memento. Genau. Ja, das finde ich echt. Was ist das denn? Ja. Weißt du, in Wirklichkeit haben wir diese ganze Stadt gebaut, wir wissen es nur nicht mehr. Genau. Das haben jetzt die ganze Zeit so, das ist schön hier. Da hat sich jemand richtig Mühe gemacht. Das hat mir gefallen. Und alle denken immer nur, wir sind so die selbstgefälligen Penner, die irgendwie die ganze Zeit nur so, wo die so, oh, das ist aber schön. Ja, so wird es sein.